Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr dem Titel dieses Videos entnehmen könnt, ist das hier sehr wichtig. Es geht um den Wildpferdedreh und um einen neuen Livestream mit mir, ein neues Hangout. Wir fangen an mit den Informationen zum Wildpferdedreh. Und zwar ist der zu meiner aktuellen Serie The Chance to Change Something dürfte bekannt sein. Und ja, für den nächsten Part ist mir jetzt aufgefallen, scheiße, da brauche ich ja jetzt diese Wildpferdszene, die ich schon so lange angekündigt habe. Ich habe euch aber nie gesagt, wann das ist. Jetzt ist es endlich soweit. Wir treffen uns am nächsten Montag. Das ist der 16. Februar um 18 Uhr am späten Nachmittag hier vor dem Veildale-Stall oder im Veildale-Stall, je nachdem, wo halt Platz ist. Ich erwarte von euch, dass ihr auf keinen Fall ein Fjordpferd nehmt, auf dem sowas wie auf ich gerade reite, das nennt man einen Fjordpferd, und auf keinen Fall ein Pony. Ansonsten ist es mir scheißegal, welche Pferde ihr nehmt, Farbe ist mir wurscht, Hauptsache kein Fjordpferd und kein Pony und auch ganz, ganz wichtig, keine Ausrüstung dran, weil den Wildpferdmodus, den mache zwar ich, aber trotzdem ist es besser, wenn ihr überhaupt keine Ausrüstung dran habt. Und was ihr anhabt, ist eh egal, weil man eure Figur an sich nicht sieht, sondern nur die Pferde. Dann erbitte ich mir von euch äußerst große Disziplin. Das fällt meinen meisten Fans und denen, die ich begegne, leider sehr, sehr schwer. Also schreiben dann, boah, Jolene, cool, dass ich dich mal treffe. Und ihr schreibt Herzchen, Herzchen, Herzchen. Glaubt ja nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Ich mag das ja teilweise auch, finde ich es ganz süß und so. Aber das ist ein Dreh, da erwarte ich einfach, dass wir halt vernünftig das machen. Und nicht, dass ich ewig immer schreiben muss, jetzt halt mal still, jetzt Ruhe und so, sondern einfach, wir fangen Punkt 18 Uhr an, wir warten nicht noch auf irgendjemanden. Also seid am besten schon 5 Minuten vorher da und einfach diszipliniert diesen Dreh durchziehen. Der wird allerhöchstens 20 Minuten dauern. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Und ja, also ich bitte euch wirklich, Freundschaftsanfragen wegzulassen. Ihr landet höchstwahrscheinlich auf der Ignorieren-Liste, wenn ich ganz genervt bin. Wenn ihr das nicht riskieren wollt, einfach mal keine Freundschaftsanfragen schicken. Hilft generell nichts, ich nehme ja nicht an, wie ihr wisst. Und ja, es reizt mich schon sehr, diese ganzen Freundschaftsanfragen. Da kann ich richtig fuchsig werden. Und sein Dreh mit so vielen Leuten ist sowieso nicht gerade einfach. Also bitte ich euch einfach, ich weiß, ihr versteht es, ihr seid ja meine Fans, einfach ruhig und diszipliniert an die Sache rangehen. Ich werde mich auch bemühen, die Nerven zu behalten. Und ja, also wie gesagt, Wildpferddreh am 16. Februar, Montag um 18 Uhr. Ich bin auf Server 2, Autumnstar, für die, die es noch nicht wissen. Und wer jetzt in die Kommentare schreibt, Juline, darf ich auch kommen, der darf sich von mir geohrfeigt fühlen, weil es darf jeder kommen, der nach Veildale kann oder Valedale, wie ihr das auch immer aussprechen wollt, mir wurscht. Und es darf jeder kommen. Also es dürfen sich alle geohrfeigt fühlen, die reinschreiben, Juline, darf ich auch kommen. Also das hatte ich schon ganz oft bei Fantreffen oder sowas, die ich über YouTube angekündigt war, darf ich auch kommen? Ich meine, wenn ich schon sage, dass es für alle ist. Egal. Solche gibt es halt immer. Also, zum anderen, ich reise jetzt hier ein bisschen rum, weil sonst wird es ja total langweilig, wenn ihr mir nur zuhören müsst. Zum zweiten habe ich ja schon mal ein Hangout gemacht. Da hatte ich schon ein paar Zuschauer, die ganz fleißig Fragen geschrieben haben. Für die, die es letztes Mal nicht mitbekommen haben und nicht wissen, was ein Hangout ist. Ein Hangout ist sowas wie ein Livestream, also wie eine, ja, sozusagen Live-Übertragung im Radio. Ich sitze sozusagen im Studio und ihr könnt Kommentare schreiben unter das Video. Das wird ab dem Tag, an dem ich es mache, um die jeweilige Uhrzeit, wird das auf meinem YouTube-Kanal erscheinen, kurz danach. Und ab da könnt ihr dann Kommentare schreiben. Und das ist, ploppt dann bei mir am Bildschirm auf. Das ist wie so ein Chat. Und ich werde die Fragen dann live beantworten. Ganz wichtig, der Livestream ist am 14. Februar, also jetzt am Samstag, am Valentinstag. Ich bin ja nicht vergeben, von daher habe ich da nichts zu tun. Und ab 20 Uhr, also 8 Uhr abends. Und ja,
Was auch ganz wichtig zu erwähnen ist, ich habe ja schon mal so einen Livestream gemacht. Und für mich und für die, die den Livestream im letzten Mal schon gesehen haben, ist es total langweilig, wenn ich Fragen nochmal beantworte, die beim letzten Livestream schon mal gestellt wurden. Deswegen, wenn ich eure Fragen nicht vorlese, dann kann es oder wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass diese Frage schon mal in der gleichen Art und Weise oder in einer ähnlichen Art und Weise gestellt wurde beim letzten Livestream. Und genau, die werde ich dann halt nicht vorlesen. Ich werde auch diesmal durchziehen, dass wir nur 2 Stunden machen, weil letztes Mal sind es dann doch 2,5 Stunden geworden, weil ich wirklich alle Fragen vorlesen wollte, die ich bekommen habe. Ich habe dann schon gesagt, ab 9 Uhr keine Fragen mehr, weil ich bin da kaum hinterhergekommen. Also dafür, dass ich nur 45 Zuschauer oder so hatte, hatte ich, glaube ich, noch nie so viele Kommentare unter einem Video. Und ich kriege gerade einen Drehwurm, weil ich die ganze Zeit im Kreis reite. Reiten wir mal geradeaus. Ja, das war's eigentlich. Wichtige Termine für euch. Der Wildpferdedreh am 16. Februar. Das ist der Montag um 18 Uhr am Weldelstall. Und der Livestream am 14. Februar, das ist der Valentinstag, am Samstag ab 20 Uhr, einfach kurz nach 8 Uhr, wenn ihr mit zuhören wollt oder mit Kommentare schreiben wollt, kurz nach 20 Uhr auf meinen Kanal klicken. Und ja, ich denke, Fragen dürfte es jetzt keine mehr geben. Ich habe alles so gut, wie es geht, erklärt. Nochmal den Hinweis zum Wildpferdedreh, auf keinen Fall mit Pony oder Fjordpferd kommen. Ist die einzige Bedingung und sonst kann jeder kommen. Habt ihr das verstanden? Jeder? Okay, gut. Dann sag ich jetzt Servus. Wir sehen uns ja am Samstag. Und bis bald, Leute. Tschüss.